Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch. Ja, ich habe gedacht, hey, können wir doch mal gleich morgens mit der Power anfangen, damit du auch den ganzen Tag davon profitieren kannst. Und wir machen auch gar nicht lange rum, weil ich weiß, morgens ist man ja immer so, aber schnell und überhaupt. Und ich habe so viel zu tun. Und ja, deswegen fangen wir auch gleich an und sehen uns dann später nochmal live zum Quatschen. Okay? Ich hoffe, du bist bereit. So, morgens ist es wichtig, dass wir ganz sanft anfangen, denn schließlich sind wir ja eventuell gerade aus dem Bett gekrabbelt oder aber noch gar nicht so lange wach. Deswegen marschieren wir erstmal auf der Stelle. Ja, das kannst du auch ganz sanft. Das heißt, selbst wenn du im zweiten Stock wohnst und unten drunter die Leute schlafen noch, weil die irgendwie in der Nachtschicht sind, ganz sanft. Ne? Wir sind eine Elfe oder eine Fee und kein Elefant, der trampelt. Also das Ganze auch auf den Zehenspitzen machen. Nimm die Arme schön mit und marschiere auf der Stelle. Sowas kann man übrigens auch mal bei Netflix schauen oder Amazon Prime schauen machen. Ja, einfach um ein bisschen Schwung in die Bude zu bringen. Auf der Stelle marschieren. Ist natürlich langweilig, wenn man jetzt die ganze Zeit auf der Stelle marschiert. Deswegen öffnen wir mal die Beine, gehen ein bisschen tiefer. Und Achtung, jetzt tippen wir einmal links und einmal rechts. Du nimmst die Arme schön mit. Das kannst du natürlich auch noch ein bisschen langsamer machen, wenn du einfach noch nicht in Form bist. Ich empfehle dir übrigens, was ich hier nicht kann, dass du dir einfach jetzt im Hintergrund noch eine coole Mucke anmachst. Sprich, dreh ein bisschen Musik auf. Ja, dann ist das nämlich gleich viel einfacher mit der Bewegung. So, jetzt können wir mal die Arme so richtig zum Schwingen bringen, die können auch nach oben gehen, ja, dass du hier wirklich jeden Muskel ansprichst und den Körper hier langsam aber sicher aufwächst. Jawohl, und immer ein Lächeln auf den Lippen, ne? Immer grinsen. Das hilft nämlich auch, wenn du dir sagst, ich habe jetzt aber keine Lust, mich zu bewegen. Lass mich in Ruhe. Und zwei. Und letztes Mal pro Seite. Achtung, linke Ferse, rechte Ferse. Linke Ferse, rechte Ferse. Und die Arme, die gehen hier in der Mitte. Linke Ferse, rechte Ferse. Und tief dabei atmen. Weil wir sind tatsächlich immer noch im Warm-up. Aber wenn du jetzt überhaupt nicht mehr so wirklich fit bist, dann kann das für dich auch schon eine richtige Herausforderung sein. Okay, ja. Drei, ja, zwei, letztes Mal, Achtung, zweimal links, tappa, tapp, zweimal rechts, tappa, tapp, zweimal links, zweimal rechts, mal links. Gerade wir Frauen, wir sollten uns viel mehr locker, leicht bewegen, am besten zur Musik, ja, um uns wieder mit unserer Kraft zu verbinden. Mal ein bisschen Lockerung da reinbringen. Letztes Mal pro Seite. Und jetzt tippen wir wieder auf. Links und rechts. Arme locker mitnehmen. Und rechts. Jawohl. So, jetzt ziehen wir die Knie im Wechsel nach oben. Wir fangen wieder links an. Zwei. Letztes Mal. Achtung. Links, rechts. Ja, schön hochziehen. Nimm die Arme diagonal mit. Ja, du siehst, das kannst du also hier richtig schön ausbauen. Kannst noch viel schneller machen. Du kannst aber auch langsamer machen. Wenn du jetzt merkst, ich bin aber schon ganz schön außer Puste. Ja, so wie es für dich eben passt. Das ist das Geniale daran. Da, da, da. Zwei. Letztes Mal. Doppelt. Nicht einzeln, hatten wir gerade. Zweimal links, zweimal rechts, zweimal links und wie gesagt, gerne langsamer, gerne aber auch schneller, so wie es für dich passt. Wir haben noch vier pro Seite, drei, zwei, letztes Mal. Und wir marschieren.
Stirn auf der Stelle und ziehen uns aus. Nicht ganz. Über das Jäckchen. Jawohl. So, Achtung. Wir sind hüftbreit. Schön aufrecht. Körpermitte aktiviert. Schultern sind unten. Wir öffnen nach links, nach rechts. Schließen links, schließen rechts. Öffnen, öffnen, schließen, schließen. Du merkst, ich werde schon ein bisschen schneller. Ja, und auch hier schaust du, welches Tempo passt für dich. Das ist jetzt das mittlere Tempo. Du kannst auch langsam tief atmen. Dann mittler. Oder du machst es eben ganz schnell und lässt mal den ganzen Speck wackeln. Und auch das geht ganz leise. Also das heißt nicht, dass jetzt der Nachbar unten drunter aufgeweckt wird, weil du hier trampelst, bum, 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 sondern du hörst mich kaum. Obwohl mein Mikro gerade da unten liegt, ist es wirklich eine ganz leise, sanfte Bewegung auf den Zehenspitzen. Und nochmal, du kannst auch auf der Stelle in der Mitte. Und das, was wir jetzt gemacht haben, machen wir mit einem kleinen Sprung. Und zwar öffnen wir und schließen wir. Wir öffnen, wir schließen. Ich bin immer noch auf den Zehenspitzen. Immer wenn du auf den Zehenspitzen bist, A, Tiefenmuskulatur und B, du bist federn, du bist leicht. Gehst du auf den ganzen Fuß, na, dann ist es dieses Bumm. Mit dem ganzen Bumm. Also hier gern auf Zehenspitzen arbeiten, ist auch super für deine Fußmuskulatur, die so selten trainiert wird. Du kannst auch die Arme mitnehmen. Und wenn du sagst, boah, ich kann jetzt hier nicht springen, dann kannst du eben dieses langsame weitermachen. Ja, alles ist in Ordnung. Alles ist vollkommen prima, solange es für dich passt und für deinen momentanen Zustand. Wir können aber dieses Springen auch noch ein bisschen intensivieren, indem wir ohne Zwischensprung. Ja, und du siehst, da geht es dann schon wieder zur Sache. Oh, du bist Spaß haben. Ja. Ob es für dich passt, gerne auch mit dem Zwischensprung. Super, noch zwei. Sehr schön. Und auf der Stelle marschieren. Hast du auch gleich geschafft. Gut. Wir bringen die Knie abwechselnd nach oben. Einmal links, einmal rechts. Ja, tschapp. Siehst, der Oberkörper bleibt gerade. Und ich ziehe die Knie so hoch wie möglich. Nehmen wir die Arme diagonal mit. Das Ganze können wir natürlich auch wieder ein bisschen schneller, ein bisschen federner machen. Ja, dann kann ich hier in den Wechsel reingehen. Oder ich kann die schnelle Version machen. Ja, oder aber ganz langsam. Oder ein bisschen schneller. Das ist so genial, weißt du? Das ist die gleiche Übung. Du hast drei Variationen. Es passt für jeden Fitnesslevel. Und du kannst während des Workouts für dich entscheiden, was nehme ich denn? Was passt denn für mich? Ja, noch vier. Tief atmen. Zwei. Letztes Mal. Sehr schön. Locker auf der Stelle. Marschieren. Tief atmen. Letztes Mal tief einatmen. Sehr schön. Okay. Nur noch eine Übung zum Schluss. Wir gehen in die Öffnung hinein, in die Grätsche. Die Zehen und Knie, die zeigen leicht nach außen.
Jetzt gehen wir hier tief mit dem Po, bringen die Arme vor und kommen nach oben und ziehen mit den Armen nach hinten. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Wir gehen gerade nach unten, also nicht nach vorne lehnen. Gerade nach unten und gerade wieder hoch. Natürlich kannst du auch hier Tempo reinbringen. Ja? Man kann überall Tempo reinbringen oder Tempo rausnehmen. Und auch hier kannst du noch die Cardio-Kraft-Version machen, indem du runtergehst und hochspringst. Ja, oder aber ganz langsam. Du kannst auch erstmal nicht so tief anfangen. Auch das geht. Du siehst, sogar von der Modifikation gibt es eine Modifikation. Ja? Ich glaube, da kann ich wirklich sagen, bin ich absolute Meisterin drin, alles entweder zu vereinfachen oder anstrengender zu gestalten. Letztes Mal. Jawohl. Achtung, wir atmen. Hüftbreiter Stand. Einatmen und aus. Ein und aus. Nochmal. Letztes Mal, weil es so gut tut. Tief atmen und aus. Schütteln die Beine aus, lockere dich auf. Ich würde sagen, es waren 6 bis 7 Minuten. Und jetzt, der Tag kann kommen. Der ist schon da. Du bist jetzt definitiv fitter, powervoller. Und das zieht sich jetzt. Das wirst du heute merken, wenn du natürlich mitgemacht hast. Wenn du mir nur zugeguckt hast, bringst du es jetzt nicht wirklich. Aber du wirst merken, wenn du morgens schon ein Mini-Workout machst, natürlich gerade eins, das so dich ein bisschen in Wallung bringt. Das zieht sich durch den ganzen Tag. Du bist anders an diesem Tag. Du bist anders. Probier es aus, wenn du jetzt nicht mitgemacht hast. Hey, 6 Minuten. Also, ne, und du kannst wirklich, das gilt auch, wenn du jetzt diese Basisversion machst, ja? Diese Modifikation von der Modifikation. Das gilt für alles. Es geht darum, dass du dich bewegst, dass du Spaß hast. Freude an dir, an deinem Körper, komm in deine Kraft, genieß den Tag, wir sehen uns später zum Blablabla, zum Quatschen live, zum warum wir uns überhaupt bewegen sollen. Ne? Okay? Prima. Mach es gut, wünsche einen schönen Vormittag. Ciao, ciao.